Ja, hallo zusammen. Willkommen bei meinem neuesten Video. Heute geht es um dieses Teil hier. Und zwar ist das der Bodenstaubsauger, der automatische von Vorwerk, der Kobold 2. Muss ich gerade gucken, ist das richtig? Genau, Kobold 2 heißt er nicht, sondern Kobold VR 300. Da gab es den Vorgänger mit VR 200. Und dieser ist jetzt der Nachfolger, soll im Grunde genommen ein bisschen optimiert sein. Wir hatten ja die ganze Zeit schon einen anderen Bodenstaubsauger ohne irgendwelche Intelligenz hier im Test. Dazu verlinke ich euch, ich muss mal eben den Karton abstellen, das Video. Und könnt ihr euch gerne auch nochmal anschauen. Jetzt haben wir diesen super intelligenten Bodenstaubsauger mit App und sogenannten No-Go-Areas. Wir waren nicht von Anfang an beste Freunde. Es ist doch einiges schiefgegangen hier. Aber was da genau gelaufen ist, das zeige ich euch jetzt hier in dem Video. Ja, als erstes muss man natürlich den Bodenstaubsauger in der App einrichten. Das ist im Grunde genommen ganz einfach. Damit solltet ihr ganz gut zurechtkommen. Wo ich jetzt mehr Probleme mit hatte, ist mit dem guten WLAN-Empfang. Das heißt also, hier muss sichergestellt werden, dass der Staubsauger einen guten Empfang hat. Das kann man dann an den Symbolen auf dem Bodenstaubsauger erkennen. Wenn die WLAN-Leuchte an ist, dann hat er den Empfang. Fängt er an zu blinken, hat er keinen. Und da war dann schon unser erstes Problem. Wir haben eigentlich hier einen sehr guten WLAN-Empfang. Aber hier wurde doch an manchen Stellen der Empfang nicht erkannt. Und somit war der dann so ein bisschen kopflos, der Bodenstaubsauger. Er macht dann zwar seine Arbeit, aber wir haben da unsere Probleme gehabt. Also habe ich einen zusätzlichen Router aufstellen müssen und dann klappte das. So, dann haben wir hier verschiedene Einstellmöglichkeiten. Ich möchte so bei der App jetzt erstmal nicht weiter da auf die Funktion eingehen. Da sind die verschiedenen WLANs, die ich jetzt hier eingerichtet habe, extra für den Sauger. Das oberste, wie gesagt, ist der neue Router. Und dann geht es auch schon los. Wir haben den dann an verschiedenste Positionen dann platziert, um mal zu gucken, was hier geht. Und ich muss sagen, die Position oder Platzierung der Basisstation ist also auch so ein Ding für sich. Wir hatten den hier als erstes in so eine Ecke da. Brauchte er dann aber mehrere Anläufe, um dann den Sauger bzw. die Station da an der Stelle so richtig lieb zu haben. Also ich habe es auch nicht verstanden. Vielleicht war das so diese Ecken, da kam der also nicht mit klar. Wir mussten in der Tat die Station dann nochmal woanders platzieren, weil er einfach nicht zurechtkam. Dann ist er ja ein sehr robuster Sauger und das macht natürlich ihn schon aus und das ist auch einer der großen Vorteile, die ich jetzt hier so sehe. Aber er versucht, wie man jetzt hier ganz gut erkennen kann, mit aller Gewalt in der Tat solche Problematiken hier oder so Problemfälle zu lösen und hängt sich dann auch hin und wieder nochmal auf. Das ist dann natürlich auch nicht so dolle. Hier stellt sich dann die Frage, ob man den an solchen Stellen vielleicht ein bisschen empfindlicher einstellt, damit der tatsächlich nicht so da rumackern muss. Dann fährt er hier ganz gezielt seine Runden. Das ist dann, ich sag mal, schon der Vorteil einer App-gesteuerten bzw. sagen wir mal intelligenzgesteuerten Version, dass er
tatsächlich sich dann ein Grundriss erstellt. Und da kommen wir dann zu dem nächsten Problem. Diese Erstellung des Grundrisses war auch grenzwertig. Dadurch, dass wir am Anfang diese Eckposition für die Station gewählt haben, war das sehr schwierig. Und dann hat sie den Grundriss nicht erkannt und nicht wiedergefunden. Also da muss ich sagen, nervig. Und wie man jetzt hier sieht, eben hatte ich die Stühle ja nach oben stehen. Jetzt haben wir sie hier mal bewusst runtergestellt. Da tut er sich schwer dann an solchen Stellen und fährt sich also fest. Das ist einer der größten Vorteile dieses Staubsaugers. Man hat, wenn dann der Grundriss am Ende erfolgreich erstellt wurde, die sogenannten No-Go-Areas. Und so konnte ich dann die Bereiche, wie zum Beispiel an den Stühlen, hier als No-Go-Area erklären. Und dann fährt er da auch nicht mehr rein. Das klappt sehr zuverlässig. Die Frage ist halt immer, möchte ich das so gelöst haben oder bringe ich dem noch ein bisschen mehr Intelligenz bei, dass er einfach nicht da drüber fährt. Ne? Das ist immer das Problem. Und gerade die Ersterstellung, wie gesagt, war sehr schwierig, weil wir dann die Position der Station dann wechseln mussten. Da muss man ein bisschen probieren, bis wir eine ideale haben. Jetzt steht er ein bisschen freier bei uns im Wintergarten und arbeitet von da, wie da jetzt auch abgebildet. Der stand vorher oben links und jetzt haben wir ihn da unten links. Damit kommt er jetzt gut zurecht. Also die Station findet er immer wieder. Da haben wir jetzt keine Probleme. Das heißt, hier muss man also am Anfang doch ein bisschen tüfteln. Das hatte ich so nicht erwartet, denn in der Ecke, wo wir vorher die Station hatten, da stand also der nicht intelligente Staubsauger und der kam damit super zurecht. Also das ist dann wieder eine Frage. Ne? Und hier nochmal so eine Ecke, wo er dann letztendlich auch reinkommt. Oder halt auch nicht. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel das Problem, das angesprochene mit der Basisstation, dass er die einfach nicht gefunden hat und dass man die noch wechseln muss. Ich will da jetzt nicht drauf rumreiten, aber ist in der Tat was ein bisschen nervig, weil in Verbindung mit dem WLAN, dann machte der auch ausgerechnet noch ein Update, als ich den installiert habe. Plus Basisstation, also wir wurden da echt keine Freunde. Ich war schon kurz davor, den wieder zurückzuschicken. Das ist so. Jetzt steht er da ein bisschen freier. Da könnt ihr die Position sehen. Ganz nett eigentlich. Wie ihr seht, habe ich auch die Matte, über die der gerade noch drüber gefahren ist, jetzt hochgelegt. Sollte der so ein Geräusch machen, dann müsst ihr ihn reinigen. Ich war auch erst irritiert. Ich denke, was ist denn da los? Aber das seht ihr jetzt hier. Da haben sich ganz viele Haare verfangen und dann macht er dann auch schon mal solche Geräusche. Denn da kommen wir zu seinem zweiten, aus meiner Sicht, großen Problem, dass wir mit Matten und Teppichen hat er ein großes Problem und das ist natürlich nervig. Also die Problematik ist, dass wir wahrscheinlich kein super leichter Haushalt sind, weil wir erstmal drei Frauen mit langen Haaren haben plus Hund. Da sammelt sich natürlich einiges an. Jetzt ist es aber so, dass die Tierhaare sich oder die Haare allgemein sich hier natürlich in den verschiedensten Stellen von diesem Staubsauger ansammeln. Zur Ehrenrettung muss ich sagen, dass sich das nach dem ersten großen Reinigungsversuch sozusagen klärt. Also er nimmt natürlich, wenn man jetzt regelmäßig den jeden Tag, was wir jetzt machen, durch die Gegend fahren lassen, dann vergeht natürlich die Problematik so ein bisschen, sage ich jetzt mal. Denn der nimmt natürlich die Haare alle auf, die vorher vielleicht in den Ecken lagen. Und wenn die jeden Tag konsequent, was man sonst im Alltag nicht so kommt, weggemacht werden, dann, das macht dann die Stärke dieser Roboter aus,
Weil dann hat man in der Tat nicht mehr diese Problematik. Ne? Das war das, was ich übrigens aus der Rolle rausgeholt habe. Ne? Die Rolle muss man also sauber machen. Und hier ergibt sich dann die Nacharbeit sozusagen, die manuelle Nacharbeit. Ja, das ist dann einfach so. Aber ist wie gesagt, das ist okay, das ist zu erwarten. Muss man beim normalen Staubsauger auch, den muss man hin und wieder reinigen. Damit komme ich also dann schon zurecht. Ne? Also hier, wie gesagt, an der Position klappt alles besser, von da fährt er los und reinigt auch los. Die Matte mussten wir wegmachen, weil der sich dann da Fäden gezogen hat bei der Matte. Ist dann wahrscheinlich so. Können wir nichts dran ändern, würde ich vermuten. Zum Teppich kommen wir gleich. Das fand ich dann wieder enttäuschend, denn da habe ich also andere Videos auch gesehen, mit Teppichen scheint er generell ein Problem zu haben. Und da denke ich, wäre es an der Zeit von Vorwerk vielleicht nochmal an der Programmierung zu arbeiten. Es kann ja nicht sein, dass ich einen Staubsauger hole, der nicht in der Lage ist, Teppiche abzuarbeiten, ob hoch- oder niederflorig. Also hochflorig würde ich ja noch sagen, habe ich ja ein Verständnis für. Aber der Teppich, den wir gleich sehen, da habe ich dann kein Verständnis für. Ne? Ja, hier ist dann so eine Situation mit der Matte, da war auch mein Hund. Der Hund, der kommt auffällig oder überraschend gut damit klar, hatte ich also auch so nicht erwartet. Denn der hatte vor dem anderen Staubsauger ein bisschen mehr Angst. Jetzt muss ich eigentlich dazu sagen, dass der erste Staubsauger, den ich getestet habe, dass der auch wesentlich lauter war. Also der Vorweg ist jetzt nicht leise. Aber es scheint nicht so unangenehm für den Hund zu sein. Ne? Das ist dann schon mal ein Vorteil. Ja, und hier haben wir den Teppich, den ich meine. Das ist so ein einfacher Teppich von Ikea. Wenn ihr einen Hund habt, dann lohnt sich hier kein Designer-Teppich zu kaufen. Und da hängt der sich jetzt nicht in der Situation, wie er jetzt gerade hängt, sondern der hängt sich auf dem Teppich, auf freier Fläche hängt er sich fest und sagt, ich hänge fest, obwohl der einfach steht, der steht ganz frei rum. Das heißt, die Walzen kommen anscheinend, da steht's. Ich habe ein Problem, die Bürste ist blockiert. Nicht nachvollziehbar. Also so sieht die Bürste dann aus. Gut, da sind jetzt ein paar Hundehaare, die muss ich jetzt entfernen. Aber der hängt da einfach fest. Das heißt, die Bürsten sind so empfindlich dass sobald die gebremst werden, dass der dann diese Meldung macht. Also sehr schnell und sehr flott. Also da bin ich auch, muss ich sagen, nicht so überzeugt. Gott sei Dank ist der Reinigungsvorgang sehr einfach. Ne? Also hier mal schnell gezeigt. Entschuldigt, das Wackelbild habe ich dann mit einer Hand gemacht, war gerade keiner da. Das geht dann. Also auch die Hundehaare, die kann man dann mit der Schere so ein bisschen rausnehmen. Das ist nicht das Thema. Man muss halt auch darauf achten, weil der dann auch ganz komische Geräusche manchmal macht, dass dann die Gumminuppen und so weiter, dass man die abnimmt, dass man darunter auch guckt, ob da Haare sich gesammelt haben. Dann funktioniert das ganz gut. So. Jetzt reinigt der dann auch an der Stelle immer weiter. Also wenn man den jetzt nicht weiter als 30 Zentimeter heißt es, von der vorherigen Stelle entfernt, dann findet er im Prinzip seine Position wieder und macht dann an der Stelle auch weiter. Nur, er hat hier seine Probleme mit diesem Teppich und der ist wirklich nicht hoch. Also auch die Fasern sind ja wahrscheinlich entscheidend. Nicht so, der kann ja, wir haben hier Stellen und wir an den Gestell sieht, der kann ja 2-3 Zentimeter kann der ja überwinden oder versucht er zu überwinden von der Höhe. Und dieser Teppichflor, der ist vielleicht einen halben Zentimeter, wenn überhaupt. Aber das ist natürlich jetzt hier wahrscheinlich feinster Polypropylen. Und dieser Kunststoff gegen die Kunststoffrolle scheint den so zu bremsen, dass der mit diesem verblödeten Teppich einfach nicht klarkommt. Wir haben den jetzt, diesen Bereich von dem Teppich, zur No-Go-Area erklärt. Aber kann das der Sinn sein? Muss ich dann tatsächlich selber hingehen und den Teppich dann
regelmäßig weiter selber reinigen, weil er einfach nicht klarkommt. Weil der kommt zum Beispiel hier super klar mit den kleinen Durchgängen. Der umfährt das, da hat er überhaupt kein Problem. Aber dann hat er wieder ein Problem. Ich hänge da einfach drin, obwohl nichts ist. Die ist gerade sauber gemacht, habt ihr gesehen. Der ist frei. Der liegt nur da drauf. Also, was ist sein Problem? Warum macht er das? Ne? Das nervt. Also gut, also haben wir das Ding, diesen Teppichbereich zur No-Go-Area gemacht. Ich warte da auf ein Update oder vielleicht auf weitere Resonanzen. Ne, das ist der Bereich da mit diesem, wo ich jetzt drauf gerade hinzoome. Haben wir zur No-Go-Area gemacht, Ist einfach so. Nervt. Aber ist halt so. Was soll ich machen? Ne? Also da müssen wir jetzt hin. Da muss sozusagen, ich zeige euch jetzt hier gerade mal, wie das geht. Das ist schön. Also da muss ich sagen, das ist dann da. Da freut sich der Technikerherz, geil, da kannst du jetzt so eine Bereiche absperren. Das gleiche gilt dann auch für unser Badezimmer oder die Kinderzimmer, wo er nicht rein soll. Also das ist schon super. Ne? Siehst du da rechts die ganzen Bereiche, da geht es raus in den Hausflur oder in die Kinderzimmer. Also muss ich sagen, super. Das ist super. Ja, was mir auch sehr gut gefällt, das ist ja wieder ein Pluspunkt. Der macht am Ende seines Reinigungsvorgangs, ob der abgebrochen wurde oder ob er den selber abbricht, weil er jetzt genug gereinigt hat oder der Meinung ist, er hat keinen Akku mehr oder wie auch immer, dann macht er hier so einen geilen Reinigungsplan, also eine Reinigungskarte, schreiben die. Das ist natürlich cool. Das heißt, man sieht ganz klar, wo war er, wo hat er gereinigt. Da sieht er auch in der Mitte, da wo der Tisch ist mit den Stühlen, da war er nicht, klar, habe ich ja No-Go-Area draus gemacht. Und das ist super. Jetzt fährt er jeden Tag, wochentags, mittags, alleine durch die Gegend und berichtet mir, wo er gereinigt hat und wo nicht. Also, das ist super. Und wir haben dann eingestellt, dass der nach 90 Minuten Reinigungszeit dann melden soll, dass der Behälter leer ist. Also, es war schon so voreingestellt als Vorschlag. Und das ist natürlich auch super. Das heißt, wenn der 90 Minuten gereinigt hat, also der reinigt jeden Tag so, was weiß ich, 30 Minuten, und dann aber die 90 Minuten dann addiert hat und voll hat, dann sagt er, hey, ich muss jetzt Pause machen, du musst mir erstmal einen Behälter lernen. Und das passt ganz gut. Also das macht er. Und auch was mir gut gefällt, und da ist halt schwierig, die Gratwanderung zu finden, dass er dann tatsächlich hier diese Ecken und Kanten, die versucht er also mit Gewalt da zu lösen, um dann auch wirklich das bestmögliche Reinigungsergebnis zu erzielen. Das ist natürlich klar. Ich meine, unser Haushalt ist echt nicht einfach. Wir sind alle berufstätig, dann drei Mädels mit langen Haaren, plus der Hund, langhaariger Hund. Ja. Also da möchte ich auch nicht der Reiniger sein. Ne? Aber für ein Gerät von 1000 Euro, das muss so funktionieren. Wenn das nicht geht, dann ist das falsch. Dann wir haben ja nicht alle die Hippie-Bude, wo jeder dann sowieso schon steril lebt, weil da hat so ein Ding natürlich keine Probleme. Aber wir brauchen doch ein Alltagsgerät. Ne? Hier ist nochmal so eine Karte. Alle hellen Flächen sind eingezeichnet. Da hatte ich noch nicht die No-Go-Area für den Teppich. Und da macht er einen schönen Bericht. Muss ich sagen, das gefällt mir gut. Also den macht er wirklich hervorragend. Reinigungszeit, wie viel Quadratmeter er gemacht hat. Also das gefällt mir. Das ist wirklich das ist super. Deswegen läuft er auch täglich. Am Ende haben wir ihn ja jetzt auch behalten. Denn das sind so Sachen, die dann super sind. Genau wie die App letztendlich. Auch innovativ. Man kann diesen Plan einstellen, wann reinige ich. Und das bleibt zuverlässig. Also da muss ich sagen, Daumen hoch. Einrichtung, Behandlung der einzelnen Szenarien, Teppiche, da müsst ihr euch was einfallen. Also da muss unbedingt
muss da nachgearbeitet werden. Aber wie gesagt, das ist dann, da muss jeder selber für sich entscheiden, ob, wie wichtig ihm das ist oder auch nicht. Ja, das war es dann auch schon mit dem Video von dem VR 300. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollte euch das Video gefallen haben, freue ich mich über einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen dazu, dürft ihr die natürlich selbstverständlich hier in der Kommentarfunktion stellen. Ich werde die wie immer versuchen, so gut wie möglich zu beantworten. Alle, die den Kanal noch nicht abonniert haben, bitte hier nochmal der Hinweis. Abonniert den Kanal, das hilft uns und kostet euch kein Geld. Bis dann, tschüss!